Die ganze Welt spricht vom Klimawandel. Und das wurde auch endlich mal Zeit, dass da einer was macht. Aber das ist noch lange nicht genug. Deshalb kümmern wir uns heute auch mal ein bisschen darum. Und zwar um ein ganz wichtiges Thema. Die grenzenlos charmante Annalena, die am Rande bemerkt scheinbar eine Schwäche für ärmelfreie Oberteile hat, die erzählt euch jetzt mal eben ein Problem, von dem keiner redet. Kein Mensch weiß Bescheid. Totgeschwiegen wird es in unserer doch etwas konservativen und klimafeindlichen Presse. Aber nicht bei uns. Wir packen das heiße Eisen ungehemmt an. Die grüne Annalena, die erklärt Ihnen jetzt was über den seltensten Rohstoff der Welt. Sie haben noch nie davon gehört, geschweige denn haben Sie jemals was davon gesehen. So selten ist das Zeug. Schlimm genug, dass sich da sonst keiner drum kümmert. Außer den Grünen. Also spitzen Sie die Lauschlöffel. Annalena klärt sie auf. Selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Fragen wie Rohstoffe, Kobalt, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden, müssen wir natürlich Antworten geben. Ja, ich höre schon wieder die ersten Wutbürger schreien. Kobalt, so ein Quatsch, gibt's doch gar nicht, habe ich ja noch nie gehört. Und die anderen sagen, jetzt lass doch mal die Annalena in Ruhe, die hat sich wahrscheinlich nur versprochen, kann doch mal passieren. Nein, unsere Annalena, Germany's Next Top-Kanzlerin, der passiert sowas nicht. Annalena verspricht sich nicht, nie. Die weiß Bescheid. Hätten sie wissen können, hätten sie einfach noch ein bisschen zugehört. Es ist doch einfach immer das Gleiche mit ihnen. Und ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht, wieso mir das passiert, dass ich so einen Stuss laber. Sind Sie mal nicht immer so voreilig, Sie Wutbürger Paxi. Hören Sie mal schön weiter zu. Kobold, wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Auch wieder in China. Auch da sieht man Technologieführerschaft. Und deswegen müssen wir einen Zacken zulegen. Und deswegen wollen wir die Elektromobilität hier in Deutschland mit Batteriezellenfertigung, weil es natürlich auch um Arbeitsplätze geht. So sieht's aus. Kein Versprecher, das seltenste Element auf dem Planeten. Geballte Sachkompetenz. Und von nichts in der Welt lässt man sich davon aufhalten, die Sachen auch beim Namen zu nennen und auch heiße Eisen anzupacken. Was man natürlich wohl auch nur dann kann, wenn man so richtig tief im Thema steckt. Spitze, Annalena. Endlich sagt's mal einer. Noch nicht einmal die Idioten von Wikipedia wussten das bislang. Ich hatte ja keine Ahnung. Es war sozusagen in letzter Sekunde, dass ich hier was vom Kobold erfahre. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ihr da in Zukunft noch eine ganze Menge Antworten parat habt, was den Kobold da angeht. Wenn nicht ihr, wer sonst? Aber so ein bisschen muss ich da jetzt auch Kritik üben bei all dem Lob. Das liegt mir so ein bisschen quer hier, so mit diesem, das mutet so ein bisschen national an, mit diesem müssen wir hier haben. Die ersten Batterien, die auf Kobalt verzichten können, auch wieder in China, auch da sieht man Technologieführerschaft und deswegen müssen wir einen Zacken zulegen und deswegen wollen wir die Elektromobilität hier in Deutschland. Das klingt jetzt nicht ganz so, wie ich das so von euch gewöhnt bin. Das klingt ja irgendwie schon so ein bisschen nach Deutschland first oder so. Also da müsst ihr vielleicht nochmal nachfeilen. So wird es da nix bei der nächsten Wahl. Also eine nationale Partei kommt mir nicht in die Tüte, Annalena. Ne? Da muss man ganz klar, hier muss man mal einen Strich ziehen. Kobold, gut und schön, ärmelfreie T-Shirts, alles prima. Aber an dem Punkt ist bei mir Schluss. Also da müsst ihr wirklich nochmal ran. Aber ich bin mir sicher, das habe ich jetzt nur so ein bisschen in den falschen Hals gekriegt und ihr kriegt es noch hin. Also hier nichts mit First und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Also achten Sie auf Ihren Kobold, bevor der Chinese da kommt. Die Grünen, eine Partei für Leute, die so richtig tief im Thema stecken. Aber das sehen die nicht so eng. Sie können sie auch einfach nur wählen, weil sie putzig ausschauen. Das geht schon in Ordnung. Ja, was gibt sonst so Neues? Eigentlich habe ich ja überhaupt keine Zeit und musste mir auch noch mein letztes bisschen Humor abquetschen, da ich leider viel zu viel und viel zu doofe Sachen um die Ohren habe. Aber das Thema Kobold war einfach zu wichtig. Da musste ich doch kurz ein Video machen. Und damit ihr mich hier nicht ganz vergesst,
Nicht, dass der Chinese da am Ende noch was erfindet, wie YouTube ohne Michel funktioniert oder irgend sowas. Man weiß es ja nicht. Was gibt's sonst so Neues? Trump baut jetzt seine Mauer, wie gerade zu lesen ist. Nach langem Hin und Her hat er es jetzt geschafft, da ein paar Milliarden für abzuknapsen. Gestrichen wurde bei der Renovierung von Militärgebäuden und Einrichtungen. Die Demokraten sind am Toben. Wahlversprechen wird angegangen. Gut, zugegeben, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass jemand Wahlversprechen umsetzt, aber kann man ja mal machen. Einfach mal was Neues wagen, sag ich gern. Das bringt ein bisschen Schwung ins Leben. Hurra, hurra, der Ober mit dem roten Arm. Auch aus Sachsen, ihr habt sicherlich mitbekommen, gibt's gute Nachrichten und die Leute wählen da irgendwie immer konservativer, doof wie sie sind, aber das soll uns nicht weiter stören. Sie bekommen trotzdem eine immer noch unkonservativere Politik. Spaß ist gut, aber jeden Quatsch kann man auch nicht mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bleibt mir gewogen, drückt am besten nochmal auf die Glocke, auch wenn ihr es schon habt, und dann macht ihr da einen Haken hin. Ich möchte alle Benachrichtigungen von diesem Kanal erhalten. Wieder mal eine glorreiche neue Idee von YouTube. Bis zum nächsten Mal, lasst euch gut gehen. Und ein fröhliches Ciao, 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 Cesco. Kobold, wo kommt das eigentlich her? Hurra, hurra, der Kobold ist da! Kann das eigentlich recycelt werden? Müssen wir natürlich Antworten geben. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Kobold,